Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Enums. Enums sind sowas ähnliches wie Structs, allerdings haben wir bei einer Struct, wie wir letztes Video gesehen haben, immer hier alle Werte irgendwie initialisiert und damit gearbeitet, sozusagen ein kleiner Container für alles. Enums sind anders, was das ist oder was das angeht. Enums haben sozusagen ein Entweder-Oder. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Structs anzugeben innerhalb des Enums und wir müssen uns dann am Ende für eine davon entscheiden, die wir benutzen wollen. Also zum Beispiel, pinker Elefant ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das eingängigste Beispiel. Denkt vielleicht an so ein normales Brettspiel, einfach ein stinknormales Brettspiel, wo ihr nach vorne gehen könnt oder nach oben, nach unten, nach links und nach rechts und ihr könnt stehen bleiben. Und dann vielleicht um mehrere Schritte oder sowas, aber ihr könnt nur entweder vor oder nach rechts oder nach links, sowas in der Art. Also haben wir hier die Möglichkeit Zug oder wir sagen Zug zu diesem Enum und wir sagen hier drin, wir wollen stehen bleiben. Jetzt darf man doch stehen bleiben, ja. Da brauchen wir dann nichts angeben, das ist sozusagen die Unit Struct, die wir letztes Mal gesehen haben. Dann hat man die Möglichkeit, man geht vorwärts, vor. Und hier kann man jetzt eine Tuple-Struct draus machen, I32. Also um wie viele Felder ich nach vorne gehe. Dann hat man die Möglichkeit, zurückzugehen. Da schreibe ich jetzt einfach mal back dafür hin. Scheiß auf Englisch und so weiter und so fort. Das mischen wir jetzt einfach alles mal. Back. Und man kann hier nicht nur Tuple-Structs benutzen, sondern man kann auch stinknormale Structs benutzen. Da muss man allerdings den Namen angeben. Also Schritte, Doppelpunkt und dann I32. Hier brauchen wir dann logischerweise die geschweifte Klammer. Können wir hier oben auch machen. Ist mir persönlich auch lieber, deswegen mache ich das hier auch mal. Und hier können wir auch wieder Schritte schreiben, weil das ist ja, die Variable ist ja nur auf dieses Ding hier quasi, auf diese Struct beschränkt. Ihr müsst hier übrigens nicht immer Struct davor schreiben. Das passt auch so. Also I32, so. Und dann haben wir die Möglichkeit noch nach rechts und nach links zu gehen, aber die lasse ich jetzt mal weg. Sonst wird es ein bisschen umständlich. Okay. Und mit diesen könnt ihr euch jetzt einen aussuchen. Also immer wenn ihr so einen Zug erstellt, dann könnt ihr euch einen aussuchen, den ihr dann benutzen wollt. Also sagt ihr hier, let my turn, also mein Zug, ist gleich. Übrigens rede ich gerade von Brettspielzügen, wer gerade ein bisschen übersprungen hat. Nicht von irgendwelchen fahrenden Zügen. Genau, let mein Zug gleich und dann sage ich hier Zug, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das ist sozusagen der Zugriffsoperator. Und jetzt suche ich mir eins von diesen dreien aus. Also entweder ich bleibe stehen oder ich gehe vorwärts um eine gewisse Anzahl an Schritten. Achtung, hier muss ich dann auch meine Schritte angeben. Oder ich gehe zurück um eine gewisse Anzahl an Schritten. Und dann sage ich eben hier, okay, ich möchte jetzt gerade mal vorwärts gehen. Geschweifte Klammer nicht vergessen, weil wir sind hier in der Initialisierung von einer Struct. Und ich sage Schritte, Doppelpunkt, 2. So, und das bedeutet, ich möchte um 2 Schritte vorwärts gehen. Das ist jetzt mein Zug. Und ich weiß, dass ich einen Zug gemacht habe, denn ich habe ja hier über Zug, Doppelpunkt, Doppelpunkt drauf zugegriffen. Das heißt, ich weiß, dass er auf jeden Fall gültig ist. Genau. So, und jetzt kann ich mit diesem Zug sogar noch mehr machen. Ich kann hier sogar eine Funktion schreiben, die einen Zug als Parameter benutzt. Also, vielleicht sollte ich möglichst schauen, dass ich in einer Sprache... irgendwas. Okay, und wir nehmen hier eine Variable vom Typ Zug. Das heißt Z vom Typ, also dieses Doppelpunktteil wieder. Und hier kommt jetzt ein Zug rein. Was wir jetzt hier erwarten innerhalb unserer Funktion, wir können hier übrigens auch irgendwas wieder zurückgeben, aber das brauchen wir gerade nicht. Was wir hier erwarten, das ist, wir kriegen entweder ein Stehenbleiben, also irgendwas vom Typ Stehenbleiben. Wir kriegen entweder was, oder wir kriegen was vom Typ Vor oder vom Typ Back. Was genau wir hier kriegen, steht nicht da. Das heißt, wir sagen nicht, wir kriegen jetzt einen Zug Doppelpunkt Doppelpunkt Stehenbleiben. Sondern wir kriegen nur irgendeinen der drei Züge. Ich könnte auch genauer angeben, was ich möchte, mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt stehen bleiben. Aber wir kriegen hier jetzt nur irgendeinen davon. Das bedeutet, wir müssen hier drin irgendwie unterscheiden können, was wir machen.
Und dazu gibt's Match. Und Match zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr könnt jetzt mit diesen Enums ein bisschen rumspielen. Ja, und bis dorthin hören wir uns dann einfach mal im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.